Wir haben einen langen Weg vor uns, wenn wir die Ruinen vor Anbruch der Dunkelheit erreichen wollen. Es ist so still hier. Ich habe das Gefühl, mir fällt ein Stein vom Herzen. So, und hier wieder richtig schön märchenhaft, malerisch. Hier mag ich das. WoW habe ich gehasst. WoW war mir einfach viel zu bunt. Weil hier mag ich diese Farbe. Nennt man das aquarellmäßig? Das ist einfach nur schön. Alter, verpisst euch. Diese Fledermäuse sind echt das Schlimmste in diesem ganzen Spiel. Also bis jetzt. Und die Spinnen waren auch nicht so toll. Oh. Ich muss hier weg. Ist sogar ein Speicherpunkt, ich habe ihn nicht gesehen. Oh, nun geht doch einfach alles sterben. Also das Kämpfen finde ich nicht schlecht, ne? Also keine Frage, das ist alles nur gemacht und so, aber das ist zu viel. Man hat ja schon genug zu tun mit den ganzen Hüpfeinlagen hier. Energiefolie. Und es ist so stupides Draufgekloppe. Nicht bei allen, bei manchen muss man ja auch decken. Schild oben lang gehen. Ist hier irgendwas? Komm her, Fledermaus. So. Vielleicht haben es einige von euch schon gesehen. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft und bin über bei über 20 Abonnenten. Das schreit ja regelrecht nach irgendeinem Special. Oh, Fischhaut. Was bringt die Fischhaut? Ich weiß aber noch nicht, was ich da ganz genau mache. Der Träger der Fischhaut kann unter Wasser atmen. Na Mensch. So, was haben wir denn hier? Mit dem Schnellköder kann die Diebin, das hatten wir ja, Diebin noch schneller schießen. Tja, was mache ich da? Können wir auf jeden Fall mal aufbessern. Ach hier, Mensch, der Dicke. Schwert. Der Ritter kann, bla bla bla. Was war denn da das nächste? Er braucht hier auch was Cooleres. Machen wir das hier voll, dann hat er richtig lange Stöcker. Oder Planken. So, Ritter. Was wollen wir hier? Ausgestattete Fähigkeit. Der Ritter kann kleine Objekte aufsammeln, bla bla bla. Verringert allerdings Marschtempo. Nächste Stufe gibt dem Ritter vorübergehend höhere Geschwindigkeit, um Gegner zurückzuschlagen. Besonders geeignet bei Gegner mit Schild. Oh, nehmen wir. So, also, die Lady kann jetzt unter Wasser atmen. Ist ja fett. Ich kann... Oh, nächste Stufe. Ja, yeah, sie kann auch wieder aufgetunt werden. Bogen schießt zwei Pfeile. Bam. Natürlich. Das brauchen wir auch, dass sie zwei Pfeile schießen kann.
Och komm. Kann ich die Leute ein Stück rüberschieben? Ey. Alter. Du willst mich doch gerade verarschen, du Fräulein. Och, bitte. Rüber, rüber, rüber. Hoppa. Da geht doch. So, muss ich dafür. Wo kann ich denn auswählen, dass er zwei Pfeile schießen soll? Hm. Ach, jetzt kann ich die so weglatschen. Boom. Komm her. Mein Wegklatsch, komm her. Okay, also das ist für die Leute mit Schild halt gut. Dann latsch ich die so wegfahren. Oh! Oh! Oh shit, the fuck. Mich jetzt interessiert ist, wo finde ich die zwei Pfeile her, muss ich dafür. Ich habe den normalen Bogen. Ach, da kommen die zwei Pfeile. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Ist ja nett. Oh, da liegt noch was. Aber als Feuerbogen habe ich das doch nicht, oder? Nee, da kommt noch einer. Da oben ist noch was. Da brauchen wir den hier wieder. Kniftengerd 3000. Ach, Kniftus. Oh, falsche Taste, ich wollte weglatschen. Aber das Weglatschen macht keinen Sinn bei normalen Gegnern. So. Huh. Was hier los? Jetzt hätte ich es mal testen können. Das Latschen bringt aber nicht allzu viel. Na, was wollt ihr? Och, bitte. Energie. Schade, zu spät für den. Oh, sie ist so leicht. Da ist aber wieder ein Speicherpunkt. Alles cool. Haha, verarscht. Spacko.
Das war also nicht so gut. Na los, kommt her. Irgendwas muss er treffen. So, warum geht das nicht? Zu klein. Egal, sie kann auch gehen. Unendlich schwimmen. Da drüben war nämlich noch so eine grüne Pulle. Mal gucken, was hier unten noch so zu finden ist. Gott sei Dank gibt es unter Wasser nicht noch Kämpfe. Hier ist nichts, gibt es hier hinten noch was? Na, auftauchen muss ich eh nicht. Dum, 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 dum. Ja, hier voll alles nichts, muss ich...